Sieh dich an, Fräulein Gutmensch, nicht wahr? Glaubst du, einen alten Henker kalt zu machen, ändert was daran, was wir hier tun? Wir? Was glaubst du denn? Das war die Vision deines Bruders, seine Inspiration. Ich glaube kein Wort. Er brachte Mr. Jack bei, wie man den Schmutz aus dieser verkommenen Stadt schneidet. Aber du hast nicht den Mumm, um zu erkennen, was notwendig ist. Wo ist Jack? Wo ist der Ripper? Zur Hölle mit deinem Notwendig. Dieser Sadist hat für den Ripper gearbeitet. Aber hier ist keine Spur von Jack. Oh, Jacob, du hast dieses Monster nicht absichtlich erschaffen. Doch es ist unsere Aufgabe, ihn zu stoppen. Die Zukunft unserer Bruderschaft hängt davon ab. Ich muss Eberlan über meine Entdeckungen informieren. Geben Sie mir Frederick Eberlein. Es ist ein Notfall. Nun, wo ist er? Der Ripper schlug wieder zu? Oh. Verstanden. Vielen Dank, Officer. Moment. Alarmieren Sie den örtlichen Constable. Schicken Sie so viele Männer wie möglich zu den alten Gefängnisschiffen.
Jacobs schnüffelnde Zwillingsschwester glaubt, sie könnte den Ripper fangen. Diese Briefe hätte ich fast vergessen. Ich kann mich wieder als Saucy Jack ausgeben, sobald ich mit Evie Fry fertig bin.
Wie hätten Sie Ihre Nudeln am liebsten zubereitet? Sir, soll ich Ihrer Gattin lieber Ihre Ohren oder Ihre Organe schicken? Da ist mein Lieblingshelfer. Sie sehen etwas mitgenommen. Ich sagte dem Wärter, dass er alle persönlichen Besitztümer verbrennt. Die Polizei darf die Beweise nicht finden. Niemand darf die Besitztümer meiner Gäste finden. Nicht mehr lange, bis mein Meisterwerk sie mir direkt in die Arme treiben wird. Ich freue mich schon auf das Familientreffen.